Herzlich willkommen zurück in meiner Küche. Heute mit einem Gast, dem Alex Müller, Stadtrat in Neustadt und seines Zeichens Sportbeauftragter der Stadt Neustadt. Wir haben gedacht, wir gehen gemeinsam mal das Thema Sporternährung an und haben uns überlegt, Alex, was ist momentan in aller Munde, was ist in? Eine Bowl. Eine Bowl ist in, ganz genau so ist es. Und ist ja auch genau das Richtige drin in so einer Bowl für den Sportler. Wir haben was drinnen, was satt macht, Kohlenhydrate liefert. Wir haben aber auch was mit Eiweiß drinnen. Wir haben aber genauso gut viel Obst und Gemüse drinnen, das sehr wichtig ist für uns. Ja? Was ist wichtig beim Sport? Viel Energie. Viel Energie und möglichst die richtige Energie. Das heißt, keine leeren Kohlenhydrate. Einfach, es soll was dabei sein. Viele haben Probleme mit Weizen. Ich weiß nicht, ob du schon Glutenunverträglichkeit schon was gehört hast. Natürlich. Zöliakie ist das, das größte Übel, wenn man an Zöliakie erkrankt ist. Es gibt aber auch sehr viele sattmachende Pseudogetreide, nenne ich es mal. Mhm. Also getreideähnliche Produkte. Und ich habe dir hier mal eine Auswahl mitgebracht. Das ist der Amaranth. Kennst du vielleicht aufgepoppt? In manchen Müsli ist er drinnen. Als Amaranth Pops sind wirklich, wer den Fuchsschwanz kennt, also die Pflanze, die rote Pflanze mit den großen Blütenständen, der Amaranth ist so ähnlich und das sind dann die Samen. Okay. Was auch glutenfrei ist, ist die Hirse. Der Reis ist glutenfrei, der Mais ist glutenfrei, aber auch der Buchweizen ist bei uns wenig bekannt, wird aber in den osteuropäischen Ländern ist es eigentlich ja verbreitet wie bei uns Hafer oder Roggen oder Gerste und wird auch in der Küche gut verwendet. Und noch was zu uns gekommen ist, ursprünglich aus Südamerika, ein gräserähnliches ist Quinoa, aber erfreuliche Kunde, Quinoa wird mittlerweile auch in Franken angebaut. Im Nürnberger Land gibt es eine Initiative, die den Quinoa jetzt auf über 10 Hektar anbaut und das haben sich viele Mitstreiter schon gefunden und ich bin gespannt, was da heuer rauskommt. Denn ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres oder für mich gäbe es nichts Schlimmeres, als wenn ich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hätte und dann irgendwo das Gefühl habe, ich könnte irgendwas nicht genießen. Aber wir haben heute verschiedene Sachen dabei. Das ist hier so meine Zauberkiste, wo ich die Sachen drinnen habe. Couscous und Bulgur sind Getreide, also es ist vorbehandelter Weizen. Der wird zerkleinert und wird dann vorgegart, hat also nichts mit Pseudogetreide oder glutenfrei zu tun, das muss man wissen. Ja, ich habe für die Bowl verschiedene Varianten vorbereitet. Wir stecken die Gläser einfach mal wieder da rein. Und ich zeige dir mal, was ich vorbereitet habe. Ich habe zum einen mal die roten Linsen, die nach dem Garen leider nicht mehr ganz so orange-rot sind, wie sie im Original sind. Aber hier haben wir wieder die Hülsenfrucht. Die Hülsenfrucht mit viel Eiweiß, viele Ballaststoffe, auch sehr sattmachend. Das ist jetzt hier ein Quinoa, den ich gegart habe. Der wird in 2,5-facher Menge Wasser, 100 Gramm Quinoa, 250 Milliliter Wasser, wird er wie Reis ausgegart. Und ich habe jetzt hier noch einen Löffel Curry mit rein, dass er einfach noch ein wenig Geschmack bekommt. Und das Allereinfachste, was man machen kann, das ist Couscous. Hast du Couscous schon mal selber gemacht? Natürlich nicht. Ich natürlich bin nicht. Single-Wohnung, da gibt es. Ja, da lernst du heute was Tolles von mir. Du nimmst jetzt da 100 Gramm Couscous. Und auf diese 100 Gramm Couscous, gleich haben wir es, geben wir knapp 100 Milliliter kochendes Wasser und dann lassen wir stehen und dann ist fertig. Also hört sich so an, als könnte man das in einer Single-Wohnung auch alleine kochen. Auf jeden Fall. Ich habe den Wasserkocher schon mal vorher anlaufen lassen. Also ich gebe das jetzt hier oben drauf. Wir stellen es hier mit her und du siehst schon, es fängt an auszuquellen. Dauert so 6-7 Minuten, bis der Couscous das Wasser ganz aufgenommen hat und dann ist er schon fertig. Cool, oder? Das klingt auf jeden Fall nach einer Alternative. Klingt auf jeden Fall nach Alternative. Ja, was ist jetzt drin in so einer Bowl? Was weißt du? Irgendeine Grundsubstanz. Genau. Dann Salat und Gemüse. Aha. Und
keine Ahnung, manchmal mit irgendeinem Topic, keine Ahnung, Fleisch. Also du kannst es verschieden machen, du kannst die vegetarische Variante machen. Würde ich jetzt zum Beispiel mit den Hülsenfrüchten machen, weil ich da das Eiweiß dann praktisch nicht übers Fleisch bekomme, sondern über die Hülsenfrüchte. Und du kannst natürlich jegliche Art Käse noch mit reintun. Und was die Bowl halt schön macht, ist immer die Art, wie sie angerichtet wird. Also du hast entweder unten immer den Salatgrundstock, wo das Sättigungsprodukt in die Mitte kommt und das Gemüse wird schön farbig passend außenrum angerichtet. Mhm. Oft wird es noch angereichert mit gerösteten Sonnenblumenkernen oder gerösteten Sesam obendrauf, nochmal zum Anreichern. Und dann gibt es eine Soße dazu. Und für die Soße, wenn man die herstellt, wir haben ja heute schon mal eine Soße gemacht. Du kannst das Schraubglas nehmen. Es gibt aber auch, wenn man es mit zur Arbeit nehmen will, verschiedenste Möglichkeiten, wo es einfach, wo es dicht ist. So ein Fläschchen, wo du das abfüllen kannst. Oder so Gläschen. Was oft angeboten wird, diese kleinen Döschen, die dabei sind, das ist mir immer zu wenig Soße. Ja? Ich bin auch ein Soßenfan. Ja, das ist einfach auch gut. Weglass, okay. Ja. Das ist was mit einem festen Schraubverschluss. Ja, geht auch gut. Man kann sich sowas, wenn man auf der Arbeit die Möglichkeit hat, im Kühlschrank, kann man es auch stehen lassen und nimmt jeden Tag nur die frische Bowl mit. Oder man macht sich verschiedene und hat jeden Tag was anderes. Das können wir dann gleich zusammenrühren. Jetzt schauen wir mal, wie wir unsere Bowl anrichten. Also jetzt haben wir schon geklärt, was alles reinkommt. Und jetzt möchte ich dir verschiedene Möglichkeiten zeigen. Natürlich ist so eine Glasschüssel schön, weil du siehst, was drinnen ist. Was mir aber auch, wenn man zu Hause eine Bowl ist, gut gefällt, das ist so ein schöner großer Pastateller. Du kannst einfach jede Zutat, die du hast, richtig schön zur Geltung bringen. Nichts ist irgendwo drunter, drüber, sondern alles ist schön. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn du sowas gern isst und dir mit auf Arbeit nimmst, da gibt es auch dieses Mehrweggeschirr, wo du praktisch unten deine Zutaten reintun kannst und oben nochmal die Kräuter, das Dressing oder sonst was. Ich möchte jetzt, wenn ich einen gerösteten Sesam habe, nicht, dass der durchweicht auf dem Salat, sondern das kann man sich dann da extra reintun. Wenn man es nicht in der runden Variante hat, Bowl ist ja immer rund, ja, kann man auch sowas Eckiges nehmen und kann es auch da schön reinmachen. Also da ist, denke ich, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich möchte einfach, dass wir uns heute mal 4 verschiedene schöne Bowls machen. Gut. Oder 3. 3 verschiedene Zutaten habe ich hier und machen in jedes von den Gefäßen eins rein. Ja. Ich würde als Grundstock immer gerne den Salat unten reintun. Okay. Was immer gut geht, ist Eissalat, wobei der Eisbergsalat natürlich auch jetzt nicht gerade der größte Vitaminburner ist, aber er ist halt schnell zu verarbeiten und ich sage immer, lieber einen Eissalat wie gar keinen Salat. Aber es ist natürlich klar, wenn man zu Hause ist und hat einen Kopfsalat geputzt oder sonst was, dann kann man den jederzeit nehmen und unten reintun. Eissalat mit dem Waschen ist auch immer so ein Ding. Ich mache lediglich das Hüllblatt außen weg, wo ihn jeder angefasst hat. Oft ist der Eissalat ja auch nochmal in einer Folie drinnen. Und dann genügt es eigentlich, wenn man ihn außenrum mal abwäscht. Denn so ein Eissalat wächst so kompakt wie ein Grauzkopf. Und da brauchst du eigentlich innen, also du kommst nie auf die Idee, weiß gerade von innen her zu waschen, glaube ich. Nee. Würde es nie kommen. Und dann kannst du ihn hier bequem neben dem Strunk abschneiden. Das ist auch der große Vorteil vom Eissalat, dass man sich halt so viel vom Kopf abschneiden kann, wie man braucht. Ich lege es auf die Schnittfläche. Ja, hier den Strunk kann man dann mit einem Schnitt rausschneiden, hat nicht in 2 Hälften den Strunk mit drinnen. Ja. Und dann 2-mal so. Und den Rest machen wir hier so in kleine Stückchen. Gut. Ich glaube, auch du kannst. Ich dir das Messer heute geklaut? Ja. Nimm doch mal, ich finde meins wieder. Ich hab's da oben liegen. Gut. Und dann schneiden wir uns mal den Salat. Also ich finde, das ist die praktischste Art, den Eissalat zu schneiden. Das auf jeden Fall, da zerfällt nicht so viel. Und man hat ihn auch so in mundgerechten Stücken, wie man hinterher brauchen kann. So, ich habe schon mal noch ein bisschen vorbereitet. Du kannst auch ganz normal Weißkraut nehmen. Wir fangen einfach mal an, unsere Bowl zu schichten. Und wir machen doch 4, weil ich
möchte einfach auch in die Ecke hier was rein tun. Wir nehmen jetzt mal den Salat unten als Grundstock. Grundstock, okay. Verteilen mal Salat und wir können auch überall, wenn wir nicht ganz brauchen, dann heben wir den Rest auf. Wir können auch Kraut damit reintun. Und ich glaube, das reicht schon fast bei mir. Bei dir auch? Es langt, ja. Noch ein Tipp, damit die Messer lange scharf bleiben. Ha! Es gibt doch nichts, was die Männer nicht schon wissen. Man muss sie bloß immer wieder mal dran erinnern. So, ich würde jetzt fast überall noch Kraut mit drauf verteilen. Oder? Was sagst du? Also die Bowl, wir haben den Grundstock. Wir gucken mal unseren Couscous an. Schau dir das an. Werden wir auf jeden Fall für die Zukunft bemerken. Ja. Was man noch machen kann beim Couscous, das habe ich jetzt vorhin vergessen, was immer gut schmeckt, wenn man ein bisschen Kreuzkümmel mit reintut. Okay. Ja, das ist so der Geschmack von den Tortillas. Das können die meisten dann. Oder ein bisschen Salz und Pfeffer gebe ich noch drauf. Das haben wir. Oft steht da, man soll es mit Brühe machen, aber ich mag eigentlich die Brühe immer nicht so gern. Da sind auch immer oft relativ viele Sachen drinnen, die man gar nicht so haben möchte. Zu viele Emulgatoren und Geschmacksverstärker. Genau. So, du darfst das Kraut verteilen, vielleicht so auf eine Ecke hin, damit wir schon in den Charakter der Bowl kommen. Jawohl. Ich mach mal zwei mit Couscous. Mach mal die zwei Teller mit Couscous. Jawohl, dann darfst du noch einmal Platz. Und dann machen wir einmal mit den roten Linsen. Soll ich das Kraut aufbrauchen? Brauchst du auf, oder? Gut. Dann kannst du mal Quinoa machen. Sollen wir noch einen großen weißen Teller holen? Oder lass es gut sein. Wollen wir später, dann, wie viele Leute essen? Fünf essen dann. Na ja. Dann holen wir noch einen großen weißen Teller. Genau, und wir machen noch einen fünften schönen Teller. Dann lasse ich dich Bulgur und rote Linsen in die Mitte setzen. Ja. Was ich noch habe, ist zum Beispiel ein gewürfelter Emmentaler. Und ich hätte noch Hähnchenbrust, die würde ich jetzt in deinem Rücken würfeln und anbraten. Auch das ist, wenn das für dich in Ordnung jawohl. Ist, dann mache ich das da hinten am Herd. Und damit dir aber nicht langweilig wird, Alex, ja. Gebe ich dir die Gurke. Ja. Gib dir eine rote Zwiebel und die Champignons bereite ich auch mit vor und brate sie an. Ich mag sie immer lieber, wenn sie angebraten sind. Und dann haben wir noch ein paar Karotten. Wow.